Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Cattle and Cops. Ja, wir haben heute Kalk, Ammon, Salpeter gekauft, Dünger, Stickstoff für unsere drei Felder. Die alten Felder werden nicht so viel brauchen, aber den neuen vielleicht ein bisschen mehr. Aber es kann auch sein, dass ich das im Frühling entsprechend nochmal nachdüngen werde. Es muss ja nicht alles auf einmal gemacht werden. Das wäre ja Blödsinn. Also, wir fahren mal zurück zum Feld. Beginnen bei den. Könnt ja auch die alten Felder erstmal nicht düngen. Also, die haben wir an sich gut versorgt. Dann düngen wir immer nur die neuen Felder. Das ist ja nicht so viel. Dann werden wir das entsprechend zurückbringen zum Hof. Und dort wieder einlagern. Das ist ja wie. Was ist los hier? Stau? War mit Polizeikopf, kann man nicht keine Zeit. Die löse ich ihn ja von alleine auf. Autoverkehr ist ja auch nur symbolisch, Anführungszeichen, hat keine Bedeutung. Und das KI-Verkehr, der einen ärgern will, mehr oder weniger, aber gut. Das gehört halt dazu, ne? Gut, im LS habe ich keinen Verkehr. Aufgrund der Tatsache mit dem Autodrive und Cosplay. Das Getute wollen sie nie antun, ne? Ja, wir fahren zurück zur Feld Nummer 6 und ne, 7 und 5, glaube ich. Die bekommen jetzt Stickstoffdünger. Und zwar Kalk, Ammon, Salpeter. Also wer es weiß, das haben sie früher verwendet für Schießpulver. Vom Ersten Weltkrieg haben sie das natürliche Vorkommen genommen. Über, ich glaube hier Chile oder so, die haben wohl viel. Und für Waffen und so. Dann kam ja der Erste Weltkrieg, da gab es ein Embargo. Und das hat mehr oder weniger dazu gezwungen, dass die jetzt im Prinzip das künstlich herstellen konnten. Also durch das Embargo-Prinzip haben die sich ins eigene Bein geschossen. Also die jetzt zum Beispiel verkauft haben, den es mal gehört hatte. Und ja, dumm gelaufen, ne? Also Embargo ist immer was Kurzfristiges, ne? Also die allermeisten Staaten, die etwas größer sind, die können meistens dagegen gegenhalten und machen aus der Not eine Tugend und entwickeln was, ne? So, Stickstoff, Felder links 1 und 2, da werde ich auch wieder so vorgehen wie mit Kalium, machen wir es mit Phosphor genau gleich, Quatsch, mit Stickstoff genau gleiche, mit Kalk, Ammon, Salpeter. Aber es gibt auch noch mehrere Mineralien, die in der Erde vorkommen, für die Pflanzen wichtig sind. Aber das sind immer die drei wichtigsten, ne? Also Phosphor, Stickstoff und Kalium. Es gibt sicher noch Eisenvorkommen, also Eisenverbindungen. Ja, auch Kupferverbindungen sicherlich noch. Aber das scheinen wohl die größeren zu sein. So, hier haben wir dasselbe Feld. Kurz Bremse, sonst wollen wir weiter. Machen wir eine andere Perspektive an. Schauen wir mal. Das sieht im Grunde ganz gut aus. Da hinten ist ein bisschen fleckig, aber das kommt durch diese Schonung der Ressourcen immer so, ne? Weil sonst der Computer so kocht. Der kocht eh schon, aber Cattle Cops ist ein bisschen sehr, sehr Hardware. Braucht viel Hardware. So. Gehen wir ganz kurz rein ins Menü. Und dann gehen wir mal
Wie gesagt, ich habe 200 Kilogramm genommen. Das würde ich auch so lassen. Kannst kurz gucken. Und zwar, was da überhaupt insgesamt verlangt wird. Und zwar 5,5. Wir haben aktuell 62 Kilogramm pro Hektar. Und 140 Kilogramm ist das Maximale. Das heißt, wir müssten höchstens 80 eingeben, um die maximale Menge hinzubekommen. Also was schlimm wäre, wenn wir zu viel machen würden. Zu wenig wäre in dieser Wachstumsstufe zu verkraften. Wir gehen runter auf 80 Kilogramm. Wir nehmen 50, ist egal. Lieber mache ich im Frühling noch mal was nach und dann ist das gut. So, fahren wir dahin. Das macht er automatisch. Und dann machen wir gleich mal anschalten, ne? Auf geht's. Schalt mal in Höhe. Ist zwar ganz schön schnell, aber das hat schon funktioniert, ne? Hier machen wir nicht aus, da kriegen wir gar nicht einen guten hin, das wird man wieder rechtzeitig anschalten. Das geht so schnell. Das hätte ich gesagt, okay, wir legen die Felder zusammen, ne? Nein, 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 nein. So. Bremse. Junge, Junge, wir haben nicht viel verbraucht. Gerade mal 3%. Nächste Spur. So. Gleich hochschalten, ne? Also hier TT ist ein Tempomat. Wir müssten Dünger geben, uns all nichts. Aber das können wir im Hof gut einlagern, dann können wir entsprechend bei Bedarf mal was nachholen. Phosphor wäre das nächste machen könnten. Müssten. Ja, das war ungünstig, ne? Ich hatte mir vorhin Online-Banking angeschaut, wie ich gewirtschaftet habe, ne, im Januar. Gut, plus minus null. Ist schon mal ganz gut. Dank Lenkrad-Anschaffung. Also, noch ganz gut ausgekommen, ne? Das eine oder andere noch gekauft, Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das ist, ich habe da gerne Überblick. Jetzt kommt mir im März die Abbuchung für die Haftpflicht für Versicherung fürs Auto. Ich hatte ja früher mal monatlich gehabt bei der alten Versicherung und da ich ja schon ein älteres Auto habe, in Anführungszeichen, sehe ich dann nicht mal ein, dass ich da. Das machen wir ganz kurz aus. Dass ich da jetzt so viel bezahle mit Vollkasko und Teilkasko, das bringt ja nichts mehr. Da der Wert sowieso nicht mehr so hoch ist. Habe ich nur noch Haftpflicht. Und mit der dazu gehört auch noch die Motorsteuer, ne? Am teuersten mal ist. Ja, muss man halt haben, ne? So, dann wäre das auch gedüngt mit Kalkammon Salpeter. Das überlege ich mir gerade.
Wie sieht's aus? Bremse. Wir müssen ein bisschen gucken nach der Werte. Das ist ein bisschen schwierig. So. Stickstoff. Da haben wir nicht viel geschafft. 7. Ja, gut. Im Grunde können wir noch was geben. Sommergerste, Sommerrocken. Müsst doch jetzt Winter reißen. Gut. Lass mich überraschen. Normalerweise weiß ich genau, wie das funktioniert. Ob das überhaupt so passt und stimmt. Wir geben noch mal eine Dose hinterher. Also. Ne, machen wir nicht. Wir machen das im Frühling. Bisschen mehr halt. Wir fahren jetzt zum Hof und entladen mal unseren Dünger. Nordsee. Und dann werden wir uns entsprechend da. Wir können ja im Hof einladen den 15 Forst, den wir da haben. Ne? Da können wir links ja locker verdüngen, also verarbeiten. Oder wir kaufen rein Phosphatdünger. Da brauchen wir nicht voll kaufen, wäre Quatsch. Wir waren wieder zum Händler und kaufen auch noch ein bisschen Phosphatdünger. Weil der Kaliumwert ist schon ziemlich gut und wenn wir jetzt 15-15 nehmen, auch mit Kalium. Ja. Ich will es nicht übertreiben. Es kann sein, dass es sich negativ auswirkt, wenn zu viel ist. Das können wir uns nicht erlauben bei unserem aktuellen Grundstand. Lieber mal 1500 Phosphor nachkaufen. Da kommt Auto. Sehen tue ich keins. Vollgas. Rüber. Ja, und noch was zu essen kochen irgendwie. Irgendwas zum Beißen brauche ich jetzt noch. Bekomme langsam Hunger. Ich mache mal ganz ungern Essen, bevor ich anfange, die Aufnahmen zu machen. Weil nach dem Essen werde ich immer hungrig, immer müde. Also macht sich schlechter zum Spiel. Wir fahren mal gleich rein in die Vorratslager haben wir hier, das schöne hier, kleine hier, zack. Wir haben viel zu viel gekauft. Aber gut, dann müssen wir halt im Frühling nichts kaufen, ne? Ach, da, oh, wo können wir das jetzt lagern? Das ist eine gute Frage jetzt, also, ich glaube gar nicht. Das ist jetzt schlecht. Das lässt sich gar nicht lagern. Wir haben nur zwei Plätze frei. Ups. Ja, was machen wir da? Draußen lagern, da sind noch Säcke. Eigentlich für Saatgut, mal sehen, ob man draußen geht. Ansonsten müssten wir das noch ausbringen. So viel wie möglich. Da wo die Paletten sind, vielleicht kann man da was hinpacken noch. Nee, auch nicht. Wo wäre eine Option? Wir fahren mal rein von der anderen Seite. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber man weiß ja nie. Man ist immer hinterher schlauer. Aber wir haben nur zwei Plätze da. Also einmal haben wir. Ah, wird nichts. Immer weiß und rot.
das ist was anderes. Gut, dann müssen wir halt unsere Felder mit düngen, ne? Dann nur Phosphor und Frühling machen halt. So, nochmal einstellen. Und zwar. Ah, die Zeit. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Mal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen ist Freitag und morgen geht es nochmal mit Kalk am Mondsalpeter rein, auch für die alten Felder. Muss auf den neuen noch ein bisschen mehr geben. Ja, dann tschüss. Ciao. Ja, tschüss.